Ich rufe Tagesordnungspunkt 36 auf, Setzpunkt der Fraktion der FDP, Antrag betreffend Klimaschutzplan und parlamentarische Beteiligung, Drucksache 19/4106. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Herr Kollege Lenders von der FDP-Fraktion hat sich zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich war ja die letzten 2 Tage sehr friedlich mit den beiden Ministern von den GRÜNEN. Ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Nachdem der Bund nun massiv Korrekturen durch die SPD und das Kanzleramt den Klimaschutzplan durchgebracht hat, will nun ja auch die Hessische Landesregierung ihren Klimaschutzplan noch in diesem Jahr verabschieden. Und, Frau Hinz, wir haben uns ja über die mangelnde Parlamentsbeteiligung jetzt hier schon ein paar Mal unterhalten. Selbst wenn ich Ihren Argumenten folgen würde, nach dem Motto, Sie hätten uns eingeladen, aber den Stil und die Art, also was Sie uns zumindest einmal schuldig bleiben, warum Sie solch einen Weg eingeschlagen haben und nicht einen ganz normalen Weg gegangen sind, wie es üblich ist, und zwar die Fraktionen ganz offiziell einzuladen. Die Antwort bleiben Sie bisher immer noch schuldig. Aber im Gegensatz zur Bundes-SPD und zur Bundes-CDU gibt es hier keinerlei kritischen Stimmen seitens des Koalitionspartners. Dabei sieht der Plan nichts weniger vor als die komplette Umkrempelung unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, die GRÜNEN haben ihre wichtigsten ideologischen politischen Ziele in diesen Klimaschutzaktionsplan hineingepackt. Und das Ganze läuft in der Ausführung gänzlich ohne Beteiligung des größeren Koalitionspartners ab. Denn beide verantwortlichen Häuser nachher für die Umsetzung, das ist einmal das Wirtschaftsministerium und einmal das Umweltministerium. Da werden Kampagnen angeregt, damit die Menschen weniger Fleisch essen, damit sie keine Verbrennungsmotoren mehr kaufen sollen, damit es mehr zu Fuß gegangen wird und mehr Rad gefahren wird, damit die Heizungen ausgetauscht werden und so weiter und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, und die CDU, der Herr Stephan, der lacht ja schon. Das finde ich sehr schön. Sie schauen ja seelenruhig zu, Herr Stephan. Da bin ich ja mal gespannt. Sie werden uns ja hier gleich wieder erklären, dass Sie da voll von überzeugt sind und voll dahinter stehen, hinter dem, was alles in diesem Klimaschutzaktionsplan drinsteht. Ich weiß gar nicht, ob das, was mir mehr Angst machen soll, dass Sie dem wirklich, dass Sie das alles glauben, was Sie hier nachher sagen, oder dass das einem Projekt Schwarz-Grün alles untergeordnet sein soll. Und Herr Stephan, wenn die GRÜNEN mit diesem Weg ihr Bundestagswahlprogramm ja jetzt geschickt umsetzen und in diese hessische Regierung damit einbringen, ohne dass nur großartige Gegenwehr von der CDU kommt, dann haben Sie sich eigentlich schon einmal mit den neuesten Beschlüssen der GRÜNEN auf dem Bundesparteitag beschäftigt. Daher geht es z.B. um den Ausstieg aus der Kohle bis 2025. Und ganz ehrlich, also wenn wir bis 2020 aus der Atomenergie aussteigen wollen und bis 2025 aus der Kohleenergie, aber die erneuerbaren Energien bisher mal vielleicht so 50% ausmachen, also irgendwo hat das dann nur noch was mit Glaubensfrage zu tun, aber mit rationaler Politik überhaupt nichts mehr. Nein, da sind die GRÜNEN sehr konsequent und setzen ihre Programmatik um. Da geht es dann z.B. um die Verkehrsreduzierung an Stadt- und Regionalplanung. Zitat: Das Land fördert eine für Fußgänger und Radfahrer freundliche Nahversorgung, Nahmobilität. Stärkung des Umweltverbundes, Finanzierung. Die Förderung der Verkehrsinfrastruktur soll schwerpunktmäßig auf den Ausbau des ÖPNV-Netzes und der Radverkehrsinfrastruktur ausgerichtet werden. Ja, Frau Dorn, ich frage mich dann mal in allen Ernstes, glauben Sie denn wirklich, dass Sie von der Rhön nach Frankfurt zur Arbeit fahren können, und zwar mit dem Fahrrad? Also nachhaltige Mobilitätsverhalten durch Mobilitätsbildung. Also am Ende sollen z.B. umweltfreundliche Schulwege erreicht werden. Bei der Energie, Prüfung eines erneuerbaren Wärmegesetzes für das Land. Das Land also will dann uns zukünftig vorschreiben, welche Heizung wir einbauen sollen. Bildungsdialog Windkraft. Zitat: Mit Bildungsformaten wie Lernwerkstätten, Lernfestsätzen und Planspielen soll
die Bewertung und Beurteilungskompetenz von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen gestärkt werden. Also, meine Damen und Herren, ich nenne das Umerziehung. Besonders schön finde ich ja dann die Förderung des ökologischen Landbaus. Also, Frau Fellmeier, ich habe gestern Ihrer Rede ja schön zugehört bei den Haushaltsberatungen. Dann haben Sie gesagt, wie schön ist es dann doch jetzt auch, dass wir sämtliche konventionellen Landwirte auch jetzt hinbringen, dass sie dann endlich ökologisch arbeiten. Meine Damen und Herren, die haben schon immer ökologisch gearbeitet. Die haben auch immer schon sehr verantwortungsvoll gearbeitet. Aber immer wenn Sie uns erklären wollen, es geht jetzt hier darum, Ökologie und Ökonomie in einen Einklang zu bringen, dann, meine Damen und Herren, dann habe ich doch den Verdacht, es geht eigentlich nur darum, endlich zu erklären, wie Schwarz und Grün vernünftig zusammenarbeiten können. Meine Damen und Herren, das wird so an dieser Stelle nicht gehen. Sie werfen hier diese Gräben eben nicht zu, sondern sie machen eins, sie wollen jetzt auch sämtliche konventionellen Landwirte dazu kriegen, dass sie doch dann endlich ökologisch dann auch arbeiten. Meine Damen und Herren, Kampagne zur Ernährungsbildung von Verbrauchern. Da heißt es, Verhaltensernährungen sind nur langsam zu erreichen. Entsprechend sollte damit früh angefangen werden, um Ziele in der Landwirtschaft bis 2050 zu erreichen. Meine Damen und Herren, das fängt schon sehr früh an mit der Umerziehung. Sie wollen jetzt hier wirklich grundlegend diese Gesellschaft verändern, und zwar in Ihrem Sinn. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, das, was mich am meisten ärgert, ist, dass es hier keine kritische Auseinandersetzung mehr gibt. Das findet man überhaupt nicht mehr in dieser Gesellschaft. Ob Bioprodukte wirklich besser sind als die, die konventionell erzeugt sind. Keine kritische Auseinandersetzung mehr damit. Es ist auch die Frage, ob ein Industrieland, eine Exportnation wie Deutschland mit den Zielen, die Sie bei den erneuerbaren Energien verfolgen, ob wir unseren Wohlstand überhaupt noch erhalten können. Kein kritischer Diskurs mehr. Ob es klug ist, die erneuerbaren Energien so auszubauen, bevor wir eine Speichertechnologie haben. Keine kritische Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Und, meine Damen und Herren, wer es nur wagt, heute infrage zu stellen, ob der Klimawandel wirklich von Mensch gemacht ist, von Menschen beeinflusst ist, wird gleich diskreditiert. Er wird sofort in eine Ecke gestellt. Und, meine Damen und Herren, da müssen Sie mir dann schon einmal erklären, glauben Sie denn allen Ernstes, dass Sie das Klima in Hessen retten können? Selbst wenn ich das unterstelle, dass der Mensch wirklich einen Einfluss hat, werden wir aber doch nicht damit umhinkommen, mal die Frage zu beantworten. Glauben Sie dann allen Ernstes, dass das Klima hier in Hessen alleine gerettet werden kann? Ich bezweifle das doch erheblich. Ja, meine Damen und Herren, Frau Dorn, das hat schon etwas von Glaubensfrage. So wie Sie die Frage Ökologie heute breit in der Gesellschaft diskutieren wollen. Also so einen kritischen Diskurs können Sie ja heute eigentlich überhaupt nicht mehr fahren. Das darf man heute nicht mehr infrage stellen. Das erinnert einen an die letzten Jahrhunderte. Die einzige Parallele hatten Sie, wenn Sie die Existenz Gottes infrage gestellt haben. Das kommt der Frage gleich, ob Sie Ihren Weg heute infrage stellen wollen. Da werden Sie in die gleiche Ecke gestellt. Meine Damen und Herren, das Fazit. Es sind Vorschriften, Gängelungen, Programme mit massiven Kosten und auch für die Akzeptanz von Klimaschutz. Auflagen und Kosten gefährden darüber hinaus unsere Wirtschaft und unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wenn man wirksam preiswerte Ziele von Paris umsetzen will, dann muss man über marktwirtschaftliche Instrumente nachdenken. Wir haben in Europa den Emissionshandel. Und dieser gibt dem CO2-Ausstoß einen Preis. Die Zertifikate werden so verknappt, dass man am Ende den CO2-Ausstoß einhält. Dieses Modell ist marktwirtschaftlich und setzt Anreize, den CO2-Ausstoß zu senken. Wenn aber ständig durch Maßnahmen, die das Doppelte an Geld kosten, den CO2-Ausstoß senkt, dann führt es dazu, dass der Preis der Zertifikate am Boden liegt und es am Ende eben keine Anreize mehr gibt, den Ausstoß zu senken. Im Gegenteil, durch unsere teuren Maßnahmen, die wir auf Kosten unserer Bürger und unserer Wirtschaft
und auf Kosten von Arbeitsplätzen durchführen, machen wir den CO2-Ausstoß in den anderen europäischen Ländern billig. Wir zahlen mit viel Geld dafür, dass Kohlekraftwerke in Polen eben nicht die neuesten Standards einführen. Wir nehmen sozusagen den Druck aus dem Kessel. Dass man in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage sprechen muss, wie der CO2-Zertifikatehandel auf die relevanten CO2-Emittierten ausgeweitet werden kann, das ist klar. Aber jeder marktwirtschaftliche Anreiz ist sinnvoller und preiswerter als ein Klimaschutzplan, den es nicht einmal mehr das Zentralkomitee der DDR in dieser Detailtreue zugetraut hätte. Meine Damen und Herren, das ist Planwirtschaft und hat mit freier Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Dorn von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Lenders, ich darf feststellen, Herr Trump hat ja schon seinen Schatten über Marrakesch geworfen. Ich stelle fest, dass er leider den Schatten bis hierher geworfen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass die FDP jetzt noch so weit kommt in dieser Legislaturperiode, dass sie Klimawandelleugner salonfähig macht. Das ist schon ein ziemlicher Schritt, den Sie hier vollzogen haben, Herr Lenders. Ihr Beitrag, Herr Kollege Lenders, war leider ein weiterer Beleg dafür, dass Sie Ihre Energiepolitik immer nach den Wählerstimmen ausrichten, die Sie gerade brauchen. Als Sie damals noch im Bundestag vertreten waren und die Bundesregierung mitgestellt haben, da haben Sie die Stimmen gesehen bei der Großindustrie, bei den Konzernen. Sie haben an der Atomenergie festgehalten, und es war Ihnen egal, wie damals die Mehrheit der Bevölkerung dachte. Sie haben damals den Atomkonsens aufgekündigt, zusammen mit der CDU. Ich sage direkt etwas zum Thema. Nach Fukushima merkten Sie dann, dass der Druck der Bevölkerung immer größer wird, dass Sie den nicht instand halten könnten. Und dann konnten Sie gar nicht schnell genug aussteigen aus der Atomenergie. Es war auch hier in Hessen so. Sie wollten unbedingt schneller als die CDU sein. Ich kann nur sagen, damals, wir konnten uns als GRÜNE kaum noch die Augen reiben. Wir konnten es nicht glauben, was Sie da gerade vollführen. Was für einen Tanz. Dann die ersten Eindrücke von Fukushima verblasst. Vor Ort kamen die ersten Windkraftgegner auf. Da haben Sie neues Potenzial gesehen. Also haben Sie Ihre eigenen Gesetze, Ihren eigenen Landesentwicklungsplan, Ihre eigenen Beschlüsse torpediert. Ich darf mal wieder feststellen, nur die FDP dreht sich schneller als ein Windrad. Und deswegen, meine Damen und Herren, es wäre völlig egal, welchen Klimaschutzplan wir hier vorlegen würden, egal wie gut er wäre, egal wie unternehmerfreundlich oder sonstig er wäre. Sie würden ihn ablehnen, denn Sie sehen, Sie könnten sich ja beteiligen, Herr Rock. Sie hätten sich ja beteiligen können. Ja, Herr Kollege Rentsch, es gab eine E-Mail an Sie persönlich am 9. Juni 2015, Einladung zum Steuerungskreis. Und da wurden Sie eingeladen in den Steuerungskreis Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Da wurden Sie persönlich eingeladen. Alle anderen Unternehmerverbände, Kammern, kommunale Spitzenvertreter, die Fraktionen der Regierung, alle haben verstanden, hier geht es jetzt los. Wir hatten vorher eine Regierungserklärung. Nur, Herr Kollege Rentsch, Sie haben anscheinend diese Einladung nicht wichtig genommen. Oder Sie wollten sie von vornherein nicht wichtig nehmen. Danach hatten wir zwei Debatten, Herr Kollege Rentsch, und Sie halten immer noch Ihren Vorwurf aufrecht. Ich zitiere jetzt einmal Ihren Antrag. Der Landtag kritisiert, dass in die Arbeit des Steuerungskreises Klimaschutz und Klimawandelanpassung, dem insgesamt 48 Vertreter vor allem aus dem Umfeld der öffentlichen Verwaltung und von Naturschutzorganisationen angehören, nur zwei Landtagsabgeordnete ausschließlich aus den Reihen der Regierungsfraktionen einbezogen werden. Das ist eine Frechheit, das ist schamlos gelogen. Sie waren eingeladen. Mehrfach haben wir hier debattiert darüber. Sie haben sich nie darum gekümmert. Sie haben nicht gesagt, Sie wollen jetzt dazugehören. Sie haben eine E-Mail verpasst. Es ist ein Skandal, dass Sie immer wieder hier die Unwahrheit verbreiten. Und nebenbei, wenn Sie sich einmal die Liste der zahlreichen Personen. Frau Kollegin, wir haben uns darauf verständigt, dass wir hier nicht andere der Lüge bezichtigen. Ich würde Sie bitten, sich auch daran zu halten.
Ich würde Ihnen noch empfehlen, dass Sie einmal die Liste der verschiedenen Vertreterinnen und Vertreter anschauen. Da werden Sie sehen, dass nicht vor allem Naturschutzorganisationen hier beteiligt sind, sondern ganz viele Unternehmerverbände, Kammern, kommunale Spitzenvertretungen. Aber wenn Sie sich nicht mit der Materie befassen, dann können Sie das leider auch nicht wissen. Meine Damen und Herren, jetzt sagen Sie, hier in Deutschland, hier in Hessen können wir nichts für den Klimaschutz tun. Und auf EU-Ebene, da wäre doch eigentlich der maßgebliche Punkt. Ich bin sogar ganz bei Ihnen. Auf EU-Ebene wäre der maßgebliche Punkt. Und auf EU-Ebene wäre der Zertifikatehandel der wesentliche Punkt, etwas zu tun. Aber dann frage ich Sie, warum haben Sie damals, als Sie in der Bundesregierung waren, warum haben Sie damals Umweltminister Altmaier immer daran gehindert, einen gescheiten Zertifikatehandel auf den Weg zu bringen? Sie haben es immer wieder blockiert. Sie können doch nicht sich jetzt verstecken, wenn Sie in der Regierungsverantwortung genau das Gegenteil getan haben. Sie haben bei Ihrer Energiepolitik weder einen inneren Gradmesser noch ein Konzept. Ich sage jetzt einmal, Herr Kollege Rock, Sie sind gegen Windkraft und gegen Solarenergie. Sie sind gegen Stromtrassen. Sie kritisieren auch, dass die Speichermöglichkeiten noch nicht ausreichend sind. Sie sind gegen Windkraft vor Ort. Wo kommt eigentlich Ihr Strom nach Hessen? Das würde ich gerne mal von Ihnen wissen. Fahrräder finden Sie peinlich. Haben Sie gerade wieder gesagt, dass es gerade einen Boom gibt, gerade an E-Bikes, merken Sie gar nicht, dass in großen Städten Fahrräder attraktiver werden. Für Sie ist freie Fahrt für freie Bürger so etwas wie so ein Grundrecht wie bei der Tea Party, Waffenrecht in den USA, das ist das Allerwichtigste. Naturschutz und Wald haben Sie ganz neu entdeckt, Herr Rock. Es ist immer ganz spannend, wenn Sie darüber reden. Das ist aber nur immer dann wichtig, wenn es um Windkraft geht, wenn Sie hoffen, dass ein Windkraftrad davon nicht kommen könnte. Beim Straßenbau, bei der Gentechnik, überall da fanden Sie Naturschutz und Wald immer nur lächerlich und war Ihnen ein Dorn im Auge. Sie sind so unglaubwürdig bei diesem Thema. Wir haben nicht erwartet, dass Sie sich bei der Erarbeitung des Klimaschutzplans aktiv beteiligen. Wir haben nicht erwartet, dass Sie diesen unterstützen, aber dass Sie so schamlos hier lügen, das finde ich schon ein starkes Stück. Sie hätten sich beteiligen. Dass Sie schamlos die Unwahrheit sagen, das finde ich schon ein starkes Stück. Aus meiner Sicht und aus unserer grünen Sicht ist die größte Herausforderung nach dem Atomausstieg der Kampf gegen den Klimawandel. Und Montag war für uns ein sehr bedeutender Tag. Biblis A wurde kernbrennstofffrei. Unumkehrbar. Ich schaue Ursula Hamann an. Ich weiß nicht, wie viele Debatten sie in diesem Landtag gehalten hat zu diesem Thema, wie sehr wir darum gekämpft haben. Aus unserer Sicht ist es ein Triumph der Vernunft. Und er macht Mut. Nämlich die gleichen Argumente, die damals immer wieder gefallen sind. Es ist unmöglich, die Deindustrialisierung droht, wir werden so keine stabile Stromversorgung haben. All das kommt jetzt beim Kohleausstieg wieder. Uns macht das Mut, dass wir vorangehen können. Was wir brauchen, ist ein politisches Ziel und die richtigen Schritte der Umsetzung. Genau das brauchen wir, und das versuchen wir gemeinsam in der Koalition zu berücksichtigen, indem wir Ökologie und Ökonomie verbinden. Leider sehe ich bei der Großen Koalition auf Bundesebene, die auch gerade ihren Klimaschutzplan diskutieren, ein ziemliches Desaster. Der erste Entwurf von Frau Hendricks war gut, er war konsequent. Und dann, was ist passiert? Schritt für Schritt, ich habe es beobachtet vom 20.04., da kam der erste Entwurf, bis heute, dann 14.11., war der letzte Entwurf, vier verschiedene Versionen. Vier verschiedene Versionen, wo immer deutlicher aufgeweicht worden ist, kaputt gemacht worden ist, teilweise wurde es sogar noch besser. Der schlimmste Einschnitt war ehrlich gesagt, nachdem das Wirtschaftsministerium drauf geschaut hat. Und wo einmal verbindliche Ziele des Kohleausstiegs standen, da wurde der Ausstieg aus der Kohleenergie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Das ist so, Herr Kollege Gremmels. Sie können mir gerne das Gegenteil beweisen. Ich habe hier mir alle vier Versionen mitgenommen. Es war einmal ein verbindlicher Ausstieg, ein Zeitpunkt festgelegt. Dieser fehlt jetzt völlig. Es gibt keinen Zeitpunkt mehr. Insofern ist er verschoben. Und Sie haben keinerlei Plan, wie Sie bis dahin kommen wollen. Alles Verbindliche haben Sie rausgestrichen. Sie sagen insgesamt, dass Sie. Ja, nicht, ja, Sie sind ja vielleicht bald dabei, Herr Kollege Gremmels, ich bin mir noch nicht sicher. Aber klar ist, dass in der Großen Koalition gerade von Ihrem Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel genau diese Ziele alle rausgestrichen worden sind. Was wir bräuchten, wäre genau das Gegenteil. Was wir bräuchten, wäre Deutschland als treibende Kraft. Was wir bräuchten, wäre, dass Deutschland zeigt, so kann man Ökologie und Ökonomie verbinden, statt auszuspielen.
Gerade gibt es eine neue Studie vom PwC. Da stehen drin, was die Klimaschutzmaßnahmen, die angefangen worden sind in der Bundesregierung, was die bringen würden. In Deutschland ein Wachstum des BIP von 1%, 430.000 zusätzliche Beschäftigte, gerade im Bereich erneuerbarer Energien. Insofern kann man Ökologie und Ökonomie wunderbar verbinden, weil die Energiewende genau dies bewirkt. Und es wäre wichtig, dass man den Wandel so gestaltet, dass er hohe Akzeptanz erhält. Ich bin auch ganz fest der Meinung, man kann auch den Kohleausstieg so gestalten, dass er Akzeptanz erhält. Wenn man verbindliche Etappen festlegt, wenn man ein verbindliches Ziel festlegt, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitgenommen werden, wo sie wissen, was folgt wann, dann könnte man selbstverständlich es verbindlich machen und nicht nur als bloßes Ziel in den Raum stellen, dass man irgendwann das mal machen will, aber wann weiß man auch nicht. Wir können über den Kohleausstieg hier auf Landesebene nicht beschließen, aber wir können in unseren Bereichen das tun, was möglich ist. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir zum einen konsequent nach vorne gehen mit einem klaren Kompass, mit klaren Leitplanken, und dass wir aber in den Maßnahmen Freiheit und Vielfalt haben. Und das Wesentliche, um diese Vielfalt der Maßnahmen zu erreichen, war der große Beteiligungsprozess. Und das ist noch ein Unterschied zur Großen Koalition. Wir haben einen Beteiligungsprozess von unten gemacht, der jetzt von Seiten der Kollegen der FDP so sehr kritisiert wird. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Meine Damen und Herren, das war etwas Einmaliges in Deutschland. Da sind unglaublich viele engagierte Menschen, haben daran mitgewirkt. Wir finden es sehr schade, dass gerade die Menschen, die da ehrenamtlich viel Zeit reingesteckt haben, die so viel Energie investiert haben, dass sie die mit ihrer Art und Weise immer wieder torpedieren. Sie hätten sich beteiligen können. Warum haben Sie das nicht getan? Es wäre ein Klimaschutzplan der ganzen Gesellschaft, des ganzen Parlaments. Aber Sie wollten sich nicht beteiligen. Jetzt tun Sie so, als ob Sie nie die Möglichkeit hätten. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Als Nächster spricht Herr Abg. Gremmels für die Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beschäftigen uns nun zum dritten Mal in diesem Jahr mit dem Klimaschutzplan der Landesregierung auf Antrag der FDP. Und ehrlich gesagt, so richtig viel Neues kam da nicht heute von den Kollegen der FDP. Auch wir haben hier schon gestanden und kritisiert, dass wir uns gewünscht hätten, dass das Parlament einbezogen wird. Das ist der Ort, wo Debatten stattfinden. Wir haben transparente Mechanismen mit Anhörungen, mit Experten, mit Sachverständigen, die wir einladen können, wo alle gleichen Zugang zu Dokumenten haben, wo alle gleichen Zugang zu Stellungnahmen haben, wo das Parlament in Form der Ausschussvorsitzenden den Hut auf hat. Das ist das richtige Verfahren, Frau Dorn. Da hätte man auch alle Experten, alle Bürgerinitiativen, alle einladen können. Nun gut, die Landesregierung hat sich anders entschieden. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir kritisieren das weiterhin. Ob es dann einer weiteren Debatte hier bedarf, das liegt in der Hand der FDP. Ich will den Kollegen nur einmal einen Tipp geben. Man kann auch als Oppositionsfraktion einen Gesetzentwurf einbringen, wie man sich den Klimaschutz vorstellt. Ein hessisches Klimaschutzgesetz der FDP wäre spannend gewesen, weil Sie hätten dann endlich einmal die Frage beantworten müssen, wie man die klimaschonendste und beste Form der Energieerzeugung, nämlich die Windkraft, sozusagen verteufeln will, meine sehr verehrten Damen und Herren, gleichzeitig aber hier, wie das Frau Beer mal gemacht hat, für Fracking zu werben. Also, warum haben Sie sich denn nicht die Mühe gemacht, als Oppositionsfraktion mal ein eigenes Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen? Da hätten wir eine Anhörung, Experten einladen können, hätten ein ordentliches Parlamentsverfahren, auch eine Opposition kann sich die Mühe machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Haben wir auch gemacht zum Klimaschutzgesetz. Genau das wäre der richtige Weg gewesen, um sich damit auch einmal zu beschäftigen, anstatt ganz einfach hier Forderungen und Kritik an anderen zu äußern. Das ist immer leicht gemacht, das ist immer leicht gemacht. Aber wir warten auch einmal auf Ihre Ideen und auf Ihre Konzepte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, ehrlich gesagt, Herr Kollege Rentsch, eine Partei, deren Vertreter sich hier vorne hinstellt und allen Ernstes den Klimawandel leugnet, mit dem kann ich mir nicht vorstellen, dass die SPD einen gemeinsamen Gesetzentwurf macht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Mensch, da antworte ich dann gerne, aber nicht auf Kosten meiner Redezeit. Ich möchte noch einmal eins sagen, Herr Rentsch, Sie haben ja in Ihrem Antrag auch geschrieben, unten letzter Absatz, dass der Klimaschutz zu überflüssigen Mehrbelastungen für private Haushalte und zum Verlust der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft führt. Ich würde einmal sagen,
es hilft, mal auf dem Stand der aktuellen Wissenschaft zu sein. Die Kollegin Dorn hat es angesprochen, ich habe es dabei. Die wirtschaftliche Bewertung des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 der Bundesregierung. Eine sechsseitige Kurzfassung, wo mal drinne belegt wird, was es denn ist und welche Möglichkeiten man im Klimaschutz hat. Und damit wird deutlich, die Einsparungen übersteigen die Kosten bei Weitem. Klimaschutz schafft 480.000 Arbeitsplätze deutschlandweit, davon auch ein erheblicher Teil in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Klimaschutz entlastet auch die Unternehmen, den Handel und das Gewerbe. Es ist keine Studie von Greenpeace, es ist keine Studie von BUND, auch nicht von den Sozis oder den Grünen, sondern von einem Beratungsinstitut PwC, was, glaube ich, eher Ihrer Klientel nahesteht als unserer. Insofern finde ich das schon sehr spannend. Lesen bildet. Gucken Sie einmal da rein. Und Frau Dorn, ja, natürlich gab es einen Konflikt zwischen Barbara Hendricks und Sigmar Gabriel. Das ist aber auch in der Sache logisch, weil sie zwei unterschiedliche Aufgaben haben. Auf diesen Zwischenruf habe ich nur gewartet. Das ist ja schon ganz spannend. Sie haben zwei unterschiedliche Aufgaben, und beide werden ihre Aufgaben auch gerecht und verstecken sich nicht jeweils hinter den anderen. Das ist der große Unterschied zu dem, was Ihre beiden Minister hier im Landtag abziehen. Um es mal deutlich zu sagen, ich sage Ihnen mal eins ziemlich deutlich, Frau Dorn. Wir haben als Sozialdemokratie auch die Verantwortung für industrielle Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen, die eine große Transformation herbeizuführen haben. Und wir wollen diesen Übergang mit den Menschen machen, mit den Beschäftigten der Industrie und nicht gegen sie, meine sehr verehrten. Natürlich gibt es einen Übergang, Frau Dorn. Frau Dorn, natürlich gibt es einen Transformationsprozess, und wir begleiten ihn auch. Ich sage jetzt einmal ein konkretes Beispiel bei mir aus dem Wahlkreis. Wir haben den zweitgrößten den Standort von Volkswagen in Baunatal. Und genau dort wird dieser Transformationsprozess eingeleitet. Da wird nicht nur die Aggregataufbereitung, da wird nicht nur das Getriebe hergestellt, sondern dort ist angesiedelt worden die Elektromobilität. Die ist jetzt gestärkt und ausgebaut worden, aber nicht zulasten der anderen Dinge, sondern um diesen Transformationsprozess einzuleiten. Und wir müssen die Beschäftigten der Industrie, die Autobauer, wir müssen die Stahlarbeiter, wir müssen die mitnehmen. Da stehen wir Sozialdemokraten für, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen auch eins deutlich. Wenn es dann etwas länger dauert und wir das mit den Menschen machen, ist es mir zehnmal lieber, als schnell zu machen und ohne die Menschen und Arbeitslosigkeit zu produzieren, Frau Dorn. Ich denke, da sind wir doch nah beieinander, oder? Allerdings müssen wir auch sagen, ich habe mir die Reden noch einmal nachgelesen, die Debatten, die wir dieses Jahr schon zu diesem Klimaschutzprogramm hatten. Und Frau Hinz hat ja groß angekündigt, ihren Aktionsplan noch in diesem Jahr vorzustellen. Im Herbst hat sie gesagt, dieses Plenum ist verstrichen. Vielleicht sagt sie uns ja heute, dass das im Dezember das Thema wird, Frau Hinz. Ja, das wäre schön. Aber was wir so im Hintergrund gehört haben, dass es dieses Jahr nichts mehr wird mit dem Plan. Scheinbar gibt es da auch, ja, das war mir doch klar, wenn man die ganzen Maßnahmen, die der Kollege Lenders hier gerade auch noch einmal exemplarisch geschildert hat, war mir doch schon klar, und das können Sie auch nachlesen in meiner letzten Rede, dass das sozusagen von der Union, von der CDU nicht alles eins zu eins abgenickt wird, das war mir doch schon klar. Scheinbar gibt es da hinter den Kulissen auch dieser Fraktion, auch dieser Regierung einen Konflikt, der in der Sache begründet ist, und wir sind sehr gespannt, was Sie am Ende des Tages hier an ein Klimaschutzprogramm vorlegen. Und ich sage Ihnen, und das hatten Sie versprochen in einer Ihrer letzten Reden, Frau Hinz, dass der Landtag dann darüber auch diskutieren kann. Das erwarte ich auch. Das haben Sie damals zugesagt. Wir werden das einfordern. Und dann sollten wir das machen, so wie damals, dass der Kollege Rentsch gemacht hat beim LEP. Den LEP haben wir ja auch im Landtag in einer Anhörung gewürdigt. Unsere Erwartung ist, Ihr Klimaschutzprogramm nicht nur hier im Landtag in der Form einer Regierungserklärung abfeiern zu lassen, sondern dann dieses Klimaschutzprogramm einer Anhörung des Landtages zuzuführen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil es Aufgabe von gewählten Vertreterinnen und von Vertretern ist, dort etwas zu machen, und zwar transparent und nicht hinter verschlossenen Türen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesem Sinne, die SPD steht zum Klimaschutz. Wir sehen im Klimawandel und wir sehen im Klimaschutz erhebliche Potenziale für den Arbeitsmarkt, für die hessische Wirtschaft, für die Menschen. Uns ist aber wichtig, als Partei der Arbeit, das mit den Industriearbeitsplätzen gemeinsam die Transformation hinzubekommen, mit den Gewerkschaften gemeinsam hinzubekommen, weil wir dürfen es nicht ohne die Menschen machen, wir müssen es mit ihm machen. In diesem Sinne, Glück auf.
Das Wort hat der Abg. Rentsch für eine Kurzintervention, 2 Minuten. Kollege Gremmels, ich will auf die Frage, die Sie aufgeworfen haben, schon noch einmal eingehen. Wissen Sie, erst einmal, ich erwarte von Ihnen, das ist ja, denke ich, in der Redlichkeit der Debatte auch notwendig, dass Sie uns einmal darlegen, wo der Kollege Lenders den Klimawandel bestritten hat, sondern er hat 2 Fragen aufgeworfen. Ich denke, die sollte man sehr seriös auch in diesem Landtag debattieren. Erstens, ob das Land Hessen alleine in der Lage ist, das Weltklima auf 1 Grad zu steuern. Da glaube ich, sowohl Frau Hinz als auch Herr Bouffier werden nicht in der Lage sein, diese Maßnahme aus Hessen heraus alleine aufzunehmen. Und zweitens die Frage, und da muss ich sagen, muss man nicht alles übernehmen, was Frau Dorn dann einfach hier in den Raum gesagt hat, dass Herr Lenders die Frage gestellt hat, ob sozusagen diese Gläubigkeit, was Maßnahmen zur Frage, den Klimawandel beeinflussen zu können, mittlerweile fast als Religion anmuten. Und diese Frage darf man doch schon noch einmal aufwerfen, dass wie hier in diesem Land diskutiert wird, dass auch gelegentlich die eine oder andere Maßnahme hinterfragt wird. Und ich will nur erklärend sagen, damit Sie es auch verstehen, und Frau Kollegin Dorn, ich richte mich noch einmal auch in der Kurzintervention von Herrn Gremmels über Herrn Gremmels auch an Sie. Die Tatsache, dass wir, was wir hier einsparen an CO2 aufgrund der europäischen Klimaschutzziele an anderen Ländern mehr ausgegeben werden kann, mehr verbrannt werden kann an CO2, mehr erzeugt werden kann, ist doch eine Milchmädchenrechnung. Alles, was Sie hier machen, ist im Rahmen europäischer Klimaschutzziele doch irrelevant. Es ist doch eine europäische Aufgabe. Wenn wir hier weniger CO2 produzieren, können es die Franzosen mehr machen. So einfach ist es. Und weißt du, das sind die einfachen Grundlagen dieser Debatte. Sie versuchen, den Menschen zu suggerieren, das könnte hier alles in Hessen gesteuert werden. Das Gegenteil ist der Fall. Und deshalb, lieber Herr Gremmels, einen Vorteil haben die Sozialdemokraten. Sie haben bei der Debatte aufgepasst, ähnlich wie die CDU-Bundestagsfraktion, wo der Kollege Fuchs sich beschwert hat, dass sozusagen das Parlament nicht beteiligt wird. Das haben wir gemeinsam. Das unterscheidet Sie übrigens von den Kollegen der CDU, weil die haben gar nicht gemerkt, was an Ihnen vorbei hier in diesem Parlament passiert, meine Damen und Herren. Herr Kollege Gremmels, Sie haben 2 Minuten Gelegenheit zur Erwiderung. Herr Präsident, das Schöne an diesem Landtag ist, dass wir hier unten fleißige Mitarbeiterinnen haben und Mitarbeiter, die stenografieren, was gesagt worden ist. Wir werden ganz genau nachlesen, was Herr Kollege Lenders gesagt hat. Wir sind uns alle, also alle, mit denen ich mich gerade noch einmal rückversichert habe, er hat hier im Konjunktiv gesagt, dass man den Klima. Na ja, also kommen Sie mal. Sie haben hier ganz deutlich gesagt. Wir lesen das nach und diskutieren das aus. Ich sage Ihnen ganz klar, an der Frage, ob es einen Klimaschutz, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht, die sollten wir nicht in Frage stellen, weil dann sind wir ganz nah auf einmal bei den Rechtspopulisten der AfD, und das wollen weder Sie noch wir, dass Sie in diese Ecke sich rücken. Deswegen werden wir das nachlesen. Erstens, das werden wir nachlesen. Erstens, und Herr Rentsch, wenn Sie hier zweitens sagen, Hessen alleine könnte den Klimawandel nicht aufhalten. Ja, natürlich kann das Hessen nicht alleine. Das hat auch niemand je, aber das hat doch auch gar keiner behauptet. Entschuldigen Sie, ich nehme ja Frau Hinz selten in den Schutz, aber das hat sie nicht gesagt, das haben wir nicht gesagt. Aber dass wir als innovatives, modernes, zukunftsträchtiges Bundesland dazu einen Beitrag leisten wollen, weil wir wirtschaftliche Chancen sehen, weil wir Chancen für Arbeitsplätze sehen, weil wir Chancen für Wirtschaftswachstum sehen, weil wir nicht hinterherlaufen wollen, wenn andere vorweggehen, weil wir wollen, dass Hessen vorangeht. Deswegen kämpfen wir dafür, aus einer Überzeugungshaltung. Und Sie haben eine Abwehrhaltung. Sie setzen auf die alten Technologien, Sie setzen auf Fracking, Sie kämpfen gegen Windkraft und Sie sind doch für Atomkraft. Sie sind eine Partei von gestern. Und wenn Sie also aufpassen, nicht aufpassen, dann ist es die Gefahr, dass es irgendwann den Klimawandel noch gibt, aber die FDP nicht mehr gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Gremmels. Als Nächstes hat das Wort Herr Abg. Stephan für die Fraktion der CDU. Bitte sehr. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Präsident, ich will meinen Beitrag eigentlich mit 4 Fragen beginnen, und die können wir ja gemeinsam beantworten. Die erste Frage ist, sind wir uns einig als alle Fraktionen, dass diese Welt einem Klimawandel ausgesetzt ist, oder gibt es nur 4 Fraktionen in diesem Parlament? Punkt 2. Wir müssen auch festhalten, dass der Klimawandel schneller verläuft als die Klimawellen, die wir aus den Aufzeichnungen früherer Jahre kennen. Ich weiß nicht, ob wir uns einig sind in dieser Frage. Ich zweifle das momentan, zumindest für eine Fraktion. Die dritte Frage ist die, ob wir uns einig sind, dass der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen ein wesentlicher Treiber für diesen Klimawandel ist.
Auch da habe ich inzwischen meine Zweifel, ob fünf Fraktionen dahinter stehen. Und die vierte Frage ist die, können wir uns dazu committen, dass wir den Klima, den Anstieg der Temperatur, den Klimawandel bezüglich des Anstiegs der Temperatur auf 1,5 Grad begrenzen wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist der Ausgangspunkt der Diskussionen, die wir heute zu führen haben. Der Ausgangspunkt sind die Klimaziele, die auch vor einem Jahr beschlossen worden sind in Paris. Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der FDP ist so ein Mischmasch aus allem, ein bisschen Bundespolitik, ein bisschen Landespolitik, ein bisschen Europapolitik, keine Kommunalpolitik. Ich komme noch später dazu. Der erste Absatz beschäftigt sich mit dem Klimaschutzplan der Bundesregierung. Den müssen wir halt hier diskutieren, weil die FDP in Berlin keine Chance hat, ihn zu diskutieren. Da schaut sie im Parlament nur zu. Der achte Absatz des Antrags beschäftigt sich mit der EU und verweist auf Klimaschutz als europäische Aufgabe und verweist darauf, dass aus fachlichen Gründen Klimaschutzpläne von Bund und Land überflüssig seien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Kommunen fehlen hier wieder. Der neunte Absatz kritisiert den Klimaschutzplan des Bundes. Er hat immerhin die Zustimmung des Kabinetts, und er kritisiert in Hessen gemachte und diskutierte Vorschläge. Allerdings, ich muss feststellen, die FDP hat wohl die Vorlagen gelesen, die etwa mehrere hundert Seiten. Allerdings ist mir auch klar geworden, dass sie nicht die aktuellsten Dinge, die aktuellste Vorlage offenbar haben, denn es gibt auch weitere Fortschritte. Ich weiß nicht, wie weit sie veröffentlicht sind. Und da drückt sich manches von dem aus, Herr Rock, was wir intern diskutiert haben. Und das wird sicherlich auch dann veröffentlicht werden, wie vieles andere auch. Zum dritten Mal diskutieren wir hier im Parlament zu diesem Klimaschutzplan. Und ich glaube, damit hat sich das Parlament auch gut beschäftigt. Das Parlament, ja, war mit diesen Dingen beschäftigt. Sie sagen ja immer, das muss ins Parlament. Es war dreimal auf Ihre Anregung hier im Parlament. Kolleginnen und Kollegen, ja, Sie können zudem alles sagen, was Sie wollen. Ja, natürlich, Herr Rock. Sie zitieren von der FDP Herrn Fuchs in Ihrem Antrag. Ich darf den Herrn Fuchs auch zitieren aus der gleichen Presseerklärung ganz am Schluss. Da sagt Herr Fuchs, in Deutschland plädiere ich für einen breit angelegten Vier-Säulen-Prozess mit Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, NGOs und Politik. Am Ende kann dann eine Klimaschutzstrategie stehen, die ihren Namen verdient hat. Kolleginnen und Kollegen, genau das ist das, was wir in Hessen machen. Jetzt sind wir im Prozess, und genau das machen wir in Hessen. Ich will einen weiteren Punkt zitieren. Da bin ich angeregt worden durch einen Beitrag gestern oder vorgestern durch den FDP-Kollegen Greilich. Er hat in Anlehnung an Don Carlos vorgetragen, geben Sie Gedankenfreiheit. Kolleginnen und Kollegen, geben Sie Gedankenfreiheit. Und warum soll das nicht für diesen Prozess auch gelten? Gedankenfreiheit, dass die Menschen ihre Gedanken, ihre Ideen einbringen können. Gedankenfreiheit ist eigentlich ein zutiefst liberales Gut. Aber das passt wohl nur dann, wenn man der FDP nach dem Mund redet. Die Frage ist auch, wollen Sie ein Klimaschutzgesetz oder wollen Sie einen eher anderen Vorschlag? Und Gedankenfreiheit ist auch etwas, was die VHU in Anspruch genommen hat. Denn die VHU war bei den Gesprächen, bei den Tagungen dabei. Und den Vorschlag, den Sie eben sagen mit dem Thema Europa und Emissionshandel, ja, genau dieser Vorschlag ist von der VHU dort eingebracht worden. Genau dieser Vorschlag wird Aufnahme finden in das Konzept. Und genau dieser Vorschlag wird weitergetragen, Kolleginnen und Kollegen. Also, was wollen Sie denn eigentlich? Es gibt im Übrigen ja nicht der erste Klimaschutzplan, den wir haben in Hessen. Es gab schon einmal einen in früheren Jahren. Der ist auch mit einer FDP-Regierung evaluiert und weitergeschrieben worden. Kolleginnen und Kollegen, es ist nichts ganz Neues, was wir hier betreiben. Wir haben über die Beteiligungsverfahren gesprochen. Und die Tatsache, dass Sie sagen, Brüssel muss entscheiden, das befremdet schon etwas. Und das befremdet vor allem deswegen, weil wesentliche Träger des Klimaschutzes auch die Kommunen sind. Und die kommen in Ihrem Antrag überhaupt nicht vor. Da wäre ein Blick in diese Landtagsdrucksache 19/2016 angebracht, Kleine Anfrage der LINKEN, Titel Klimaschutz in Hessen, Klimaschutzpläne hessischer Kommunen. Da werden Sie finden, dass 144 Kommunen und einige Landkreise diese Klimakader unterschrieben haben, dass sie auf freiwilliger Basis vor Ort Klimaschutzpläne machen, dass sie die Bürger einbeziehen und die Bürger beteiligen, ohne jetzt, dass da in die, oder sagen Sie, die greifen in die Kompetenz von Brüssel ein. Nein, das kann ich nicht sehen. Das ist eine Motivation, dort selbst etwas in die Hand zu nehmen, selbst etwas zu tun und nicht zu sagen, es sollen immer nur die anderen machen. Kolleginnen und Kollegen, es ist auch richtig, wir werden allein die Welt nicht retten in Hessen, wir werden auch die Polkappen nicht retten, aber wir können unseren Beitrag leisten, gemeinsam mit anderen, gemeinsam mit der ganzen Welt. Und dazu haben sich die Staaten in Paris verpflichtet. Es ist eine gemeinsame Verantwortung, die wir haben.
und die können wir nicht einmal nach Berlin schieben, nach Brüssel schieben oder sonst wohin schieben. Wir werden auch in Hessen einen Klimaschutzplan haben mit Beiträgen, und diese Beiträge werden gut sein. Diese Beiträge werden die Wirtschaftlichkeit, die Effizienz der Maßnahmen beinhalten, und wir werden die Wettbewerbsstellung unserer Unternehmen nicht gefährden. Und jetzt erlauben Sie mir einen ganz persönlichen Einschub. Der Herr Lenders ist noch da. Es ist mir jetzt das zweite Mal von der Herr Lenders. Wenn Sie meine Integrität infrage stellen, infrage der Mitarbeiter am Klimaschutzplan, dann halte ich das für allerunterste Schublade. Das ist das zweite Mal, dass es passiert ist. Das kam schon einmal früher. Aber wenn Sie so argumentieren, sage ich, unterste Schublade, da will ich nicht mitmachen. Wir wollen als Hessen eine aktive Rolle spielen, im Konsens mit allen Fraktionen, die hier dabei sind, und dass die Landesregierung Ziele aufstellt und dass die Landesregierung irgendwann einen Plan hier vorlegt. Das ist ein ganz normales Verfahren. Und wenn sie diesen Plan dann eben schon mit gesellschaftlichen Gruppen abgestimmt hat, dann hätte er ja auch schon eine gewisse Breite in der Beteiligung mit allen anderen. Es ist schon darüber gesprochen worden, rund 50 Institutionen waren dabei. Ich habe an einigen dieser Steuerungsteamsitzungen teilgenommen, nicht an allen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, vergleichen Sie einfach einmal das, was wir tun, mit dem Energiegipfel 2011, wo die FDP im Vorsitz mit dabei gesessen hat. Es war der gleiche Prozess, das gleiche Verfahren. Am Schluss haben wir hier darüber diskutiert, und am Schluss ist das eine oder andere auch in die gesetzliche Form gekleidet worden. Ich sage nur Energiezukunftsgesetz. Das ist ein ganz normales Verfahren, und genauso werden wir das auch weiterhin tun. Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht so, dass wir hier im Landtag nicht über den Klimaplan sprechen dürfen. Ich habe schon erwähnt, dass die dritte zehnminütige Debatte mit zehnminütigen Redenbeiträgen, die wir haben. Und ich bin mir auch sicher, dass wir noch häufiger und mehrfach hier über diesen Klimaschutzplan beraten und diskutieren werden. Denn es ist wichtig, dass dieser Plan von möglichst allen gesellschaftlichen Gruppen, auch von der FDP, getragen wird. Denn Geschlossenheit in dieser Frage weltweit bis lokal in die unteren Ebenen, das ist wichtig, damit wir überhaupt dieser schwierigen Aufgabe gerecht werden. Und dass die Aufgabe schwierig ist, glaube ich, das ist auch unter uns unstrittig. Denn die Veränderungen, die von außen kommen, die erfordern Antworten, und die Antworten sind nicht leicht. Ich bin auch sicher, dass wir als Koalition oder die Regierung diesen Klimaschutzplan gerne hier ins Parlament bringen wird. Denn es wird im Endeffekt ein Erfolgsfaktor sein für unsere Arbeit. Wir werden dort darstellen können, wie erfolgreich wir zu diesem Thema Klimaschutz hier in Hessen gearbeitet haben. Neben dem Bund, neben Europa, neben der Welt, neben den Kommunen, wer immer sich daran beteiligt. Und schon von daher haben wir ein Interesse, dass wir das mal dann feiern können. Ja, das werden wir auch tun, Kollegen, dann können Sie sich an der Diskussion beteiligen. Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Verantwortung übernommen. Wir haben eine Verantwortung übernommen, auch als Parlamentarier hier, für die gesamte Gesellschaft, für die Menschheit. Wir haben eine Verantwortung übernommen für Hessen, für unsere Industrie, für unser Handel und Gewerbe, für unsere Landwirtschaft, für unsere Bürger. Und ich glaube, wir müssen dieser Verantwortung ordentlich gerecht werden. Wir haben es übernommen, unsere Umwelt zu schützen und zu erhalten, damit einfach Kinder, Enkel, Urenkel auch noch auf dieser Welt so leben können, wie wir es tun. Wir wissen alle, ich hoffe, es wissen alle, dass wir momentan über unsere Verhältnisse leben in vielen Punkten. Und da müssen wir das eine oder andere korrigieren. Ich bin gerne bereit, auch weiterhin zu diskutieren über dieses Thema. Ich werde auch weiterhin gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der CDU im Arbeitskreis die Vorstellungen einbringen. Ich bin aber auch sicher, Herr Rock, die nächste Fassung, die Sie offenbar noch nicht kennen, wird einige der Punkte enthalten, die Sie eben kritisiert haben, weil wir auch in der Diskussion in den Arbeitskreisen uns mit dem Klimaplan intensiv beschäftigt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stephan. Als Nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich hätte jetzt gerne noch einen Satz zu der Rede von Herrn Rentsch gesagt, aber der ist nicht mehr da, um zuzuhören. Wir sollten uns schon fragen, wer oder was und wo ist Europa? Und ist es nicht auch Teil, Summe der Teile, aus denen es besteht? Und dazu gehört selbstverständlich Hessen, und dann gehört es selbstverständlich auch dazu. Geht man das irgendwie lauter? Ich kann nicht lauter, es tut mir leid. Ich versuche es einmal höher, vielleicht geht es dann besser.
Vielleicht kann ansonsten das Plenum etwas ruhiger sein, wenn die Kollegin Schwierigkeiten hat, durchzudringen. Auch hilfreich. Also, es ist doch auch Summe der Teile, und Hessen ist ein Teil davon. Und wenn wir unseren Teil nicht dazu beitragen und wenn nicht alle ihren Teil dazu beitragen, wird es keine bessere Klimapolitik geben. Und es hilft wenig, darauf zu schauen, was die anderen machen und sagen, weil die es nicht tun, tun wir es auch nicht. Wenn sich alle nach diesem Prinzip verhalten, tut es niemand. Und die Katastrophe, der wir dann nicht entgehen können, die wird sehr heftig sein und nicht mehr umkehrbar. Und wenn wir das nicht wollen, dann muss ein jeder und ein jedes Teil dieses Ganzen, und es ist Europa und sehr viel mehr darüber hinaus, dazu beitragen. Ich möchte nicht, dass ich irgendwann in den Genuss komme, in Kassel ein Küstengrundstück zu besitzen. Und das ist doch das, worüber wir reden. Und es ist sehr viel näher und sehr viel bedrohlicher und sehr viel ernster, als es die FDP hier darzustellen versucht. Denn ich denke, die Argumentation, dass die Erarbeitung eines Klimaschutzplans für Hessen auch das Parlament beschäftigen muss, die teilen wir. Auch die Kritik an der Ausgestaltung des Beteiligungsverfahrens teilen wir. Aber die Gesamtintention des Antrags, einen Klimaschutzplan für Hessen zu verhindern, die lehnen wir ab. Nehmen wir einmal an, die Hessische Landesregierung hätte keinen Klimaschutzplan vor, aufzustellen. Wer hier im Saal glaubt denn ernsthaft, dass die Fraktion der FDP dann einen Antrag eingebracht hätte, mit dem Ziel, die Beteiligung des Parlaments einzufordern? Na ja, dann hätte man ja einfordern können, dass gemeinsam ein Plan erstellt wird oder einen Auftrag zu erteilen. Aber niemand hier im Haus glaubt, dass Sie das getan hätten und dass Sie die nicht vorhandene Beteiligung dann bemängelt hätten, auch daran, dass der Plan nicht aufgestellt wird. Das hätten Sie mit Freude zur Kenntnis genommen und sich dazu nicht gemuckt. Also, es glaubt doch niemand, dass in der FDP-Fraktion an dieser Stelle um eine ernsthafte Kritik am Beteiligungsverfahren, um mangelnde Öffentlichkeit und Parlamentsbeteiligung geht. Das Ergebnis, dass es überhaupt einen Klimaschutzplan geben soll, gefällt Ihnen nicht. Das ist der wahre Grund Ihres Antrags. Und das haben doch auch die Reden hier in der letzten halben Stunde deutlich gezeigt. Und Sie selber waren doch entlarvend an der Stelle. Was Sie vom Klimaschutz halten, benennen Sie ja auch ganz unverblümt. Klimaschutz schränke die Freiheitsrechte der Bürger ein und könne zum Verlust der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft führen. Ich möchte an dieser Stelle, das ist auch noch unsozial, also ich finde es überaus sozial, wenn Menschen eine bessere Chance haben zu überleben und ihr Land nicht schlicht und ergreifend weggespült wird, weil reiche Länder mit ihrem Ausstoß an CO2 und ihrer Industriepolitik dafür Sorge tragen, dass ganze Landstriche demnächst überflutet werden. Das finde ich unsozial. Ich finde es an der Stelle wirklich schlimm, wie die FDP in diesem Parlament agiert. Was sie machen, ist altbekannt. Es hat aber jetzt einen neuen Namen. Und diesen Namen, den finde ich, den müssen wir uns leider merken. Sie betreiben die Trumpisierung der Politik. Die FDP will Stimmung machen, in erster Linie für sich selbst. Sie will teilhaben an den Erfolgen eines neoliberalen Populismus, der aktuell eine Menge Wählerinnen und Wähler mobilisiert, der aber eins nicht kann, tragbare Lösungen für eine Mehrheit der Menschen in einer globalisierten Welt anbieten. Ich denke, zum FDP-Antrag ist damit alles Nötige gesagt, nicht aber zum Klimaschutzplan für Hessen. Für ein öffentliches Beteiligungsverfahren, bei dem man sich bemüht, möglichst viele gesellschaftliche Gruppen einzubinden, sie miteinander in Austausch zu bringen und einen tragbaren Klimaschutzplan zu entwickeln, muss man werben. In diesem Sinne gab es kein öffentliches Beteiligungsverfahren, sondern die Einbindung von Fachgruppen. Auch das muss man machen, ist aber ein anderer Prozess mit anderen Zielen. Wenn noch nicht einmal die Kommunalpolitikerinnen von dem Beteiligungsverfahren mehrheitlich wussten, und die müssten die meisten Maßnahmen umsetzen, denn es geschieht immer vor Ort, Teil eines Ganzen, ja? Dann ist das Verfahren missglückt. In Sachen Demokratisierung, Bürgerbeteiligung und guter Planung wäre hier noch wirklich viel Luft nach oben. Das federführende Umweltministerium hat hier aus unserer Sicht versagt. Der Plan bzw. das, was von ihm durchgesickert ist, ist darüber hinaus bislang ein schlechter.
Das gemeinsame Ziel aller Klimaschutzpläne muss nach dem Pariser Klimaschutzabkommen die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 Grad, möglichst 1,5 Grad sein. Ob es sich dabei um den nationalen, internationalen oder den Klimaschutzplan der Stadt Wiesbaden handelt, ist völlig gleichgültig. Es muss überall stattfinden und zügig, sonst ist es zu spät. Aber all diese Pläne sind daran zu messen, ob sie geeignet sind, dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen an dieser Stelle leider feststellen, dass der Klimaschutzplan der Hessischen Landesregierung das Klimaschutzziel verfehlt. Der Plan liegt nicht knapp daneben, sondern der Plan liegt ganz daneben. Der Klimaschutzplan der Hessischen Landesregierung bzw. das, was davon bekannt ist, orientiert sich immer noch an dem 2-Grad-Ziel, nicht aber an dem 1,5-Grad-Ziel, das wir erreichen müssen, damit nicht viele Millionen Menschen ihren Lebensraum verlieren. Für Hessen bedeutet das 1,5-Grad-Ziel fast eine Verdopplung der geplanten Klimaschutzaktivitäten. Wir erwarten von der hessischen Umweltministerin, dass sie erklärt, wie Hessen mit einem Plan, der von solch falschen Voraussetzungen ausgeht, das Klimaschutzziel erreichen soll. Wenn wir das ernst nehmen, müssen wir viel, viel mehr tun. Die Kritik fällt ja nicht vom Himmel. Die Paris-Konferenz ist ein Jahr her, der Vertrag mittlerweile von Deutschland ratifiziert und rechtskräftig. Und wann, Frau Ministerin, findet das Eingang in die hessische Klimaschutzpolitik? Liest man sich die geplanten Maßnahmen durch, wird klar, dass der hessische Klimaschutzplan alle, aber auch wirklich alle Klimaschutzziele verfehlen wird. Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens, aber auch das 2-Grad-Ziel würde aufgrund der eklatanten Schwächen bei der CO2-Reduktion im Verkehrsbereich nicht erreicht werden. Auch die auf dem Grünen Parteitag in Münster formulierten Ziele würden in Hessen nicht erreicht. Sie machen sich nicht einmal ihren eigenen Maßstab zu eigen. Wenn das so bliebe, wäre das ein riesiger Skandal, eine Blamage für ein so reiches und technisch fortschrittliches Land und mehr als unsolidarisch gegenüber denjenigen, denen das Wasser buchstäblich bis zum Halse steht. Frau Ministerin, Sie müssen hier nachbessern. Und ich weiß, dass man mit den Forderungen, die man in den Raum stellen muss und in die Tat umsetzen muss, sich nicht unbedingt beliebt macht. Aber wenn wir nicht beginnen damit, darüber nachzudenken, wie wir Verbrennungsmotoren reduzieren, wie wir verhindern, dass sie weiterhin gebaut werden, wie wir trotzdem Mobilität aufrechterhalten. Wenn man diese Fragen nicht in Angriff nimmt und dann Antworten gibt, Antworten, mit denen auch die Menschen, die in der Industrie arbeiten und Autos bauen, leben können, Antworten, mit denen das Bedürfnis nach Mobilität der Menschen befriedigt wird, dann wird man von einem Klimaschutzplan weit, weit weg sein, und man wird auch die Menschen nicht mitnehmen, die Angst davor haben, ihre Arbeitsplätze zu verlieren, ihre Mobilität zu verlieren und sonst in ihrem Leben eingeschränkt zu werden. Man muss deutlich machen, wie notwendig es ist, und man muss Alternativen schaffen, die das Leben trotzdem attraktiv halten. Man kann damit anfangen, bei der Kohle zum Beispiel. Das ist ein dringend notwendiger erster Schritt. Und wenn Sie nicht bereit sind, hier stärker einzuwirken und stärker dafür Sorge zu tragen, dass wir dieses Klima retten, dann sehe ich sehr schwarz für schwarz-grüne Politik in diesem Land und für die Menschen der nächsten Generationen. Vielen Dank, Frau Schott. Ich nehme an, für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das war ja jetzt wieder eine ordentliche Bandbreite zwischen einer Fraktion, die meint, man bräuchte gar keinen Klimaschutzplan auf Landesebene, und einer Fraktion, die gesagt hat, dass alles überhaupt schon mal wieder viel zu wenig, obwohl der Plan noch gar nicht beschlossen ist. Also, ne, so, das ist wieder gut. Aber ich beginne zunächst einmal mit dem Pariser Beschluss letztes Jahr, Klimakonferenz, wo die Weltgemeinschaft sich dazu durchgerungen hat, aus meiner Sicht wirklich ein großer Erfolg letztes Jahr, dass die Klimaerwärmung möglichst nicht stärker als 1,5 Grad steigen soll. Unter 2 Grad auf jeden Fall, möglichst nicht mehr als 1,5 Grad. Das ist Ansporn, und das ist auch Verpflichtung für die Staaten,
für die Regionen und für jeden Einzelnen von uns. Weil Klimaschutz macht man nicht dadurch, dass man einen Plan aufschreibt, sondern Klimaschutz wird dadurch Realität, dass alle sich diesem Ziel verpflichtet fühlen und in ihren jeweiligen Bereichen alles dafür tun, auch durchaus mit Verhaltensänderungen dieses Ziel zu erreichen. Darum geht es. Es haben bereits 111 Staaten den Pariser Vertrag ratifiziert und jetzt in Marrakesch auf der Klimakonferenz, der Folgekonferenz, haben fast 50 Staaten wieder neu erklärt, dass sie jetzt umsteigen wollen auf erneuerbare Energien. Das nur ein Gruß an die FDP, die ja immer noch glaubt, wir wären in Deutschland allein auf der Welt. Aber ich habe sowieso den Eindruck, dass die FDP, das zeigt jedenfalls der Antrag, nicht verstanden hat, wie wichtig Klimapolitik für das weitere Leben, ich sage sogar Überleben unserer Gesellschaft ist und wie notwendig auch Klimapolitik für die wirtschaftliche Prosperität in unserem Land und damit auch in Hessen ist. Bevor ich zu dem dann im Weiteren komme, will ich noch einmal kurz auf das Verfahren eingehen. Das finde ich ja nur auch höchst vergnüglich, dass Sie bis heute behaupten, Sie wüssten eigentlich von nichts und eigentlich sei auch niemand richtig beteiligt worden, die Fraktionen sowieso nicht. Und Frau Abgeordnete von Schott von den LINKEN behauptet sogar noch, die Öffentlichkeit sei nicht richtig beteiligt worden und die Kommunen hätten auch von nichts gewusst. Also das ist jetzt schon reichlich absonderlich, was hier in den Raum gestellt wurde. Wir haben über die Nachhaltigkeitskonferenz, wo alle Fraktionen einen Sitz haben, über die Nachhaltigkeitskonferenz den Beschluss gefasst über die Frage, wie der Beteiligungsprozess laufen soll. Und in dieser Nachhaltigkeitskonferenz sitzen nicht nur die Fraktionen, sondern auch die kommunalen Spitzenverbände, die Unternehmerverbände, da sitzt die Wissenschaft, da sitzen NGOs, die Umweltverbände und weitere parlamentarische Verbände. Also von daher ist das ein breit aufgestelltes Gremium, das genau diskutiert hat und beschlossen hat, wie der Beteiligungsprozess vonstatten gehen soll. Und es gibt bis heute keine einzige Kritik aus diesem Kreis über das Beteiligungsverfahren. Wir haben übrigens nachgeprüft, es sind auch wirklich auch im Nachgang noch einmal alle Fraktionen persönlich eingeladen worden. Also von daher weiß ich nicht, warum sich drei Fraktionen aus diesem Hause überhaupt nicht daran weiter beteiligt haben, an dem Zustandekommen. Im Übrigen aber, es sind nicht nur aus dem Steuerungskreis, sondern aus den Arbeitsgruppen alle Protokolle im Internet einzusehen. Auch den Fortgang, wie sich die einzelnen Verbände, einzelnen Akteure aufgestellt haben, was sich verändert hat an den Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, alles im Internet nachzulesen. So, also transparenter weiß ich gar nicht, wie man es dann noch machen soll. Wir haben ein Unternehmensforum gehabt, zwei Regionalforen, in dem nicht nur die Regierungspräsidien eingebunden waren, sondern auch die Landratsämter und die Kommunen. Wir haben zwei Veranstaltungen mit Kommunen gehabt, extra noch, und wir haben Veranstaltungen auf dem Hessentag gehabt und dann eine Online-Beteiligung über die Homepage der Nachhaltigkeitskonferenz. Also, das ist wirklich so, dass es da eine breite Beteiligung gab. 1.400 Kommentare und Maßnahmevorschläge. Ich warte im Übrigen bis heute auf einen einzigen konkreten Vorschlag eines Mitglieds der FDP-Fraktion. So viel nur zur Beteiligung. So, dann komme ich zu dem Punkt,
Muss denn die EU alles regeln, und haben wir dann gar nichts mehr zu machen? Also, meine Damen und Herren, natürlich legt die EU gemeinsame Klimaschutzziele fest für die Europäische Union. Das hat sie getan. Aber wie kommen die denn zustande, und wie erreichen wir das Ziel? Indem die Nationalstaaten dann ihre Ziele auch festlegen, um den Prozess zu gestalten, und die Länder wiederum ihre Klimaschutzziele festlegen und die Aktionspläne gestalten, und die Kommunen auch. Weil auch Hessen hat zwar Klimaschutzziele beschlossen, die Hessische Landesregierung. Und wir werden und wollen das 1,5-%-Ziel erreichen, Frau Kollegin Schott. Wir haben nämlich festgelegt, dass wir mindestens 90% der Treibhausgasemissionen bis 2050 einsparen wollen. Mindestens. So. Und das ist ein absoluter Wert. Von daher wollen wir das auch erreichen. Aber natürlich müssen alle mittun, und von der untersten Ebene bis zur EU. Und der nationale Klimaschutzplan ist doch auch nicht aus dem Off. Da haben die Länder alle dazu beigetragen. Wir wurden abgefragt, was wir machen können, und haben das auch geliefert an das Bundesumweltministerium. Darauf ist ja dann auch unter anderem der Plan aufgebaut worden. Anders kann es ja auch gar nicht funktionieren. Von daher sollten Sie sich vielleicht ein bisschen kundiger machen, wenn Sie über dieses Thema reden, worum es eigentlich geht. Im Übrigen wundert es mich dann allerdings, dass die Kolleginnen und Kollegen der FDP in Rheinland-Pfalz weder das Klimaschutzgesetz, das es in Rheinland-Pfalz gibt, gecancelt haben, noch den Klimaschutzplan oder den Klimaaktionsplan. Haben die übernommen von Rot-Grün? Das ist ja unglaublich. Ja, wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass man auch so etwas in einem Land der Bundesrepublik braucht, meine Damen und Herren. Wir sind ein wirtschaftsstarkes Bundesland, und wir wollen das bleiben. Wir wollen unsere Wirtschaft unterstützen in dem Transformationsprozess hin auf eine klimaneutrale Wirtschaft und damit auch möglichst klimafreundliche Gesellschaft. Und wir wollen vor allen Dingen in den schnell wachsenden Märkten im Bereich des Klimaschutzes und der erneuerbaren Energien auch führend bleiben. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit steht doch auf dem Spiel. Was glauben Sie denn, warum die Gewerkschaften inzwischen in der Automobilbranche sagen, wir wollen auch jetzt emissionsarme Fahrzeuge herstellen? Was glauben Sie, warum das so ist? Doch nicht, weil die alle so gerne jetzt auf diesen Transformationsprozess setzen, der natürlich erst einmal auch die Frage nach Arbeitsplätzen aufruft, sondern weil sie wissen, dass sie sonst völlig ihre Standorte verlieren, weil nämlich China und Japan und auch USA uns vormacht, wie das gehen kann. Und wir haben hier etwas zu verlieren. Wir haben hier etwas zu verlieren, und deswegen ist es notwendig, dass man sich auch mit der Ökonomie des Klimaschutzes befasst, und das hat die FDP meines Erachtens nicht. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass der Aktionsplan der Bundesregierung Arbeitsplätze schafft und langfristig auch mehr Einsparungen bringt, als er kostet. Genauso ist es übrigens mit dem Klimawandel. Der Klimawandel kostet jetzt schon, unglaublich viel Geld volkswirtschaftlich und auch betriebswirtschaftlich teilweise. Die Münchner Rück hat das einmal aufgestellt, international, europäisch, für Deutschland und für Hessen. Das können Sie auch nachlesen, wenn Sie sich denn... Frau Ministerin, ich habe Sie an die vereinbarte Redezeit zu erinnern. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich komme jetzt zum Schluss, weil ich ausreichend dargelegt habe, dass es sich kaum lohnt, mit dem Antrag der FDP weiter auseinanderzusetzen. Wir wollen den Klimaschutzplan. Wir sind in der Regierung in den letzten Abstimmungen. Dann werden wir ihn veröffentlichen. Ich hoffe, also ich bin nicht sicher, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, aber dann werden wir ihn Anfang nächsten Jahres der Öffentlichkeit vorstellen. Und ich komme gerne auch in den Landtag natürlich, diskutiere das mit Ihnen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Sie wissen, ich diskutiere gern über einzelne Maßnahmen, über ganze Pläne, über Strategien. Debatten sind immer gut. Und wenn die Regierung beschlossen hat, dann hat
das Parlament auch etwas Konkretes, worüber es hoffentlich etwas fundierter diskutieren kann und nicht so einen Antrag von der FDP. Vielen Dank, Frau Ministerin. Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete René Rock für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Ministerin, Sie haben ja eben noch einmal deutlich unterstrichen, wie wichtig unser Antrag hier ist, weil Sie noch einmal ganz deutlich herausgearbeitet haben, dass Sie dieses Parlament ignorieren bei der Frage, wie Sie diesen Klimaschutzplan ausgestalten werden. Sie ignorieren dieses Parlament. Das ist Ihr Demokratieverständnis. Sie haben hier deutlich gemacht und haben das auch noch einmal ausgeführt. Sie werden als Regierung diesen Plan veröffentlichen und an der Stelle und irgendwann, wenn Sie denn Lust dazu haben, werden Sie mal irgendwie in irgendeiner Form uns noch einmal befassen damit. Das ist genau das, was wir nicht wollen. Das ist auch genau das, übrigens, liebe Kollegen der Union, was Ihre Vertreter der Bundestagsfraktion auch kritisiert haben. Genau wie wir das kritisieren. Und dann noch einmal an die Kollegen, die sich hier auch geäußert haben. Ich sage Ihnen einmal, was ich als Demokrat als selbstverständlich erachte und als Liberaler als selbstverständlich erachte. Wenn jemand in diesem Land den menschengemachten Klimawandel, über den reden wir ja, leugnet, dann gebe ich dem trotzdem die Hand. Ich trinke trotzdem mit dem Kaffee. Und er ist, wenn er hier im Parlament ist, trotzdem jemand, mit dem ich rede. Also wie Sie hier auftreten und wie Sie hier, wenn Leute eine andere Meinung haben, versuchen, die hier mundtot zu machen, das ist kein demokratisches Selbstverständnis, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit aus meiner Sicht. Und das unterstützt die These meines Kollegen Lenders, dass es bei Ihnen schon religiöse Züge angenommen hat. Aber liebe Frau Ministerin, warum ist dieser Klimaplan und diese ganze Debatte um Klimaschutz für uns so wichtig? Und warum wollen wir beteiligt werden? Warum wollen wir den Finger in die Wunde dieser Debatte legen? Wir haben hier eine Fraktion im Parlament, die sagt nicht mehr Verstaatlichung. Die sagt jetzt Demokratisierung. Hört sich besser an, meint dasselbe. Ja? Es gibt hier aber zwei Fraktionen, die sagen, wir wollen Ökonomie und Ökologie, Ökologie und Ökonomie zusammenführen. Wir wollen das gleich machen. Aber das ist nur eine Phrase dafür, dass Sie die Marktwirtschaft aushebeln wollen, dass Sie die Gesellschaft, wie wir es bis jetzt kennen, aushebeln wollen. Das ist eine Phrase. Und wenn Sie es von der Union noch nicht kapiert haben, ich sage es Ihnen noch einmal, Sie werden hier auf den falschen Weg gebracht. Warum? Ich will es Ihnen sagen. Ich mache es mal am Strompreis. Für ein Gut, das an der Börse 3 Milliarden wert ist, zahlt die deutsche Bevölkerung 30 Milliarden. Wenn Sie nachher ein Elektroauto kaufen, das nur 50% der Leistungsfähigkeit hat eines herkömmlichen Automobils und Sie müssen aber 50% mehr dafür bezahlen, wenn Sie ein Haus bauen und haben 15% höhere Kosten, wer zahlt denn das alles? Wen beeinflusst das denn? Und wenn dann als Dank dafür wegen hohen Energiekosten Sie auch noch Ihren Job verlieren, wer ist denn der Leidtragende dieser Gesellschaft? Und das alles über dem großen Schild Klimawandel. Wir wollen die konkreten Maßnahmen hier sehen. Wir wollen die konkreten Maßnahmen hier diskutieren. Denn wir wollen den Leuten auch sagen, was sie das alles kostet und was es überhaupt für Nutzen hat. Nämlich viele dieser Projekte haben gar keinen Nutzen bei der Einsparung von CO2. Und die Debatte würden wir gerne im öffentlichen Raum und in einer öffentlichen Debatte am besten hier protokolliert führen, und zwar anhand dessen, was Sie hier vorlegen. Und das ist eine Erwartung meiner Fraktion hier. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir die Auswüchse Ihrer Kampagne und Ihrer Vorhaben, dass wir die alle hier auch ins Plenum bringen werden. Es ist sehr schade, dass Sie das nicht selbst machen. Das zeigt Ihr Demokratieverständnis, das zeigt Ihren Respekt vom Parlament. Und es ist sehr, sehr schade, dass wir das so hier erleben müssen, dass Sie uns hier als Parlament auf die Art und Weise übergehen und selbst behaupten, es wäre eine wichtige Frage, aber hier die erste Staatsgewalt nicht angemessen beteiligen. Ein Armutszeugnis. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist dieser Tagesordnungspunkt abgehandelt. Der Antrag 4106 geht wie vereinbart in den ULA und wird dort weiterberaten.
Ansonsten sind wir jetzt an der Stelle angekommen der Tagesordnung, an der die vereinbarte Mittagspause stattfindet, von einer Stunde. Das heißt, wir machen hier weiter um 16 Uhr. Ich unterbreche die Sitzung.